Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Heute am Sonntag erstmal ein dickes Sorry dafür, dass gestern keine Folge gekommen ist. Das lag daran, ich habe viermal versucht aufzunehmen und jedes Mal hat mir mein Aufnahmeprogramm nur Zeitlupe ausgespuckt. Und ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich das dann nicht öffnen kann. Das heißt, ich habe gestern viermal umsonst aufgenommen. Das war auch ganz toll. Und ich habe es dann einfach zeitlich nicht mehr geschafft, gestern auch noch eine Folge rauszuhauen. Deswegen ein dickes, dickes Sorry. Ich sehe jetzt zu, dass ich es dann heute vielleicht einen kleinen Ticken länger mache. So, also erstmal... Nee, warte mal. Hier, das habe ich ja noch gar nicht... Doch, stimmt. Doch, ich hatte ja das rote Futter schon eingesammelt. Veresa wartet ja noch darauf, gefüttert zu werden. So, also machen wir das jetzt direkt mal. Zack. So, 184 Erfahrungspunkte bringt das Ganze. Das ist natürlich echt nice. So. Die Müsli-Bar, die Dinger haben wir noch nicht. Nee, haben wir noch nicht. Dafür müssen wir erst nach Frankreich. Komm, dann machen wir erstmal das in Frankreich fertig, würde ich fast sagen. Da hatte ich jetzt erfolgreich ein männliches Saint-Français der nächsthöheren Seltenheitsstufe gezüchtet, hatte noch versucht, ein weibliches zu züchten, eine der weiteren Aufnahmen. Das ist mir leider nicht geglückt. Es ist erstens ein männliches und zweitens sowieso die falsche Seltenheit. So, oh, ich sehe gerade, wir können noch... Zieh ein Pferd auf Stufe 10 auf! Yay! So, das hier, das ist unser Neuzugang. Das ist Charm. Das ist eben der eine Seltenheitsstufe höher. Ganz, ganz schickes Tier, wie ich finde. Ich habe das Gefühl, guck mal hier, man sieht so ein bisschen die Fellstruktur. Kann das sein, dass sie die überarbeitet haben so ein bisschen? Kommt mir so vor auf jeden Fall. So. Hoppala. Den haben wir, glaube ich, noch nicht, den Salat, oder? Nee. Mach mal weiter. Ach, hier, guck, herumlaufen will er. Gut. Dann lass mal ihn herumlaufen. Ach nee, das ist ja... Oh nein, das ist Daisy. Verflixt, die hätten wir jetzt gebraucht zum Züchten. Gut, die ist ja relativ fix wieder zurück. So, und da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, dass das hier jetzt alles irgendwie hinhaut. Denn ich versuche es gerade mit einem anderen System direkt über Windows. Wenn das mit dem Aufnehmen halbwegs funktioniert, dann werde ich da auch mal noch ein Tutorial zu machen, wie das funktioniert. Denn an und für sich ist das sehr praktisch. Aber ich bin hier noch ein bisschen am Rumprobieren und ja. So, also, ja, jetzt ist die Gute erstmal auf der Wiese. Komm, wisst ihr was? Mach mal, beschleunigen wir direkt. Denn ich will jetzt ja gleich züchten hier. So, für ihn haben wir Äpfel im Gepäck. So. Na, reicht das auf Level 11? Nein, das reicht leider noch nicht. Knapp, aber es reicht nicht. Na, dann geh du schon mal auf die Wiese und trainier eine Runde. Das ist jetzt aber der... Ach, hier, guck, Tiger ist Level 14 geworden. Vielleicht bekommen wir ja hier ein paar Diamanten. Ich bin jetzt gefragt worden, warum ich denn dieses Rad bekomme, wenn mein Pferd ein Level-Up hat. Das bekommt jeder, wenn das Pferd ab... Also ab Level 11. Von 10 auf 11, von 11 auf 12 und so weiter. Da bekommt man dieses Rad. Das ist, ja, standardmäßig. Zack. So... Und jetzt Müsli. Ach nee, das habe ich ja noch nicht. Ah. Jetzt aber. Jetzt schnappen wir uns hier die Müsli-Regel. 1, 2, 3. So, und jetzt können wir nämlich auch hier unsere Pferde mit Müsli-Regeln zustopfen. 6 Stück. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt eben geerntet. Eingesammelt. Muss ich nochmal gucken. 112 Erfahrungspunkte auch immerhin für Leder. Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Die Gute kommt jetzt aber auch auf die Wiese. Genauso wie er hier, unser Tiger. Und wir starten jetzt einen weiteren Zuchtversuch mit Charm und mit Daisy. So, 26%ige Chance, leider wieder ein Hengst. Damit könnten wir eigentlich nicht wirklich was anfangen. Von daher ist es mir jetzt gerade ziemlich wurscht, was es nun wird. Es ist auch nicht das Richtige geworden. So, vielleicht reicht es ja schon. Nee, spare 5 Stunden 43 Minuten. Also 5 Dreiviertelstunden können wir sparen. Doch,
Es hat gereicht. Es hat gereicht, dass wir das Pferd direkt verkaufen können und einen weiteren Zuchtversuch starten können. Wieder mit Charm und wieder mit Daisy. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Und wenn wir Glück haben, muss es natürlich eben auch noch eine Stute sein. Glück haben wir schon mal nicht gehabt. Ja, gut. Gut. Das war dann wohl nix. So. Stimmt, das haben wir auch noch. Komm, wir machen aber erstmal. Nee, komm, wir machen hier nicht das Quiz. Ich mag die Musik nicht. Das Quiz machen wir in Deutschland. So. Wobei ja meine Lieblingsmusik eigentlich in England ist. Haben wir in England einen Quizstand? Ist der in jedem Stall? Jetzt bin ich gerade wieder so hoffnungslos überfragt. So. Zack. So. Diamanten und ein Rubin. Oh, da haben wir nochmal 5 Diamanten extra bekommen. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich jetzt die kleinere ausbauen soll. Haben wir dann einfach noch die Chance zusätzlich auf diese Smaragde? Oder haben wir dann nur noch eine Chance auf Smaragde? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Eigentlich sollte das keinen Sinn machen, denn wir bekommen ja hier auch noch Perlen raus ab und an. Na gut. Vervollständige das Sprichwort. Einem Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist der geschenkte Gaul natürlich. Welche Farbe hat im Spiel die Münze mit dem höchsten Wert in einem Jagdrennen? Gelb, blau, violett. Das ist violett. Und die dritte. Wie lautet das brasilianische Wort für Pferd? Cavallo, cavaco oder cavalete? Das ist cavallo. So. Gut, hätten wir das auch schon wieder abgeschlossen. Jetzt gehen wir noch einmal nach England. So. Sammeln hier ein. Und den Salat. Zack. Was ihr leider auch nicht gesehen habt, ist, dass ich eben Level Up auf Level 34 hatte, was mich besonders ärgert. Auch das war einer der kaputten Aufnahmen. Das tut mir echt leid, weil ich bin immer happy, wenn ich ein Level Up habe. Das dauert ja jetzt mittlerweile auch wirklich extrem lang, muss man ja schon so sagen. Und dann ist es natürlich doppelt ärgerlich, wenn man dann... Ich baue nochmal Salat an. Ist dann natürlich doppelt ärgerlich, wenn dann auch noch die Aufnahme kaputt ist. Hier kann ich aber noch nichts weiterbauen. Nee. Nee, momentan noch nicht. So, jetzt aber. Ich habe hier beim Chatty momentan das Problem, ich kann die Aufgabe nicht weitermachen, weil ich ein beliebiges Fohlen brauche mit diesem Seltenheitsgrad und es muss die Ausdauer auf Bronze mit Flügelchen und einem Schleifchen haben. Und so ein Fohlen habe ich leider momentan nicht. Ist ein bisschen ärgerlich, aber da müssen wir abwarten. So, hier können wir nochmal das einfordern. Hier, Luke nehmen wir nicht. Wir nehmen mal Veresa. Und hier, zack, das fordern wir auch an. Beliebige Rasse springen auf Silber mit, nehmen wir Levantina. So. Gut. Dann haben wir da jetzt auf jeden Fall wieder Pferde drin, die sich darum, die Aufgaben erledigen für uns. Das ist auch schon mal wieder sehr praktisch. Und hier machen wir jetzt erstmal eine Futterrunde. Haben wir noch Honigkekse? Honigkekse für Magic. Magic möchte nur einen Honigkeks. Die ist ja sehr pflegeleicht hier. Wie praktisch. Level 8 ist sie geworden. Na, das ist doch hier minimaler Aufwand für maximale Belohnung. Gott, was war das denn nochmal im Wirtschaftlichen? Gott. Das war, glaube ich, das Minimalprinzip. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her wieder. So, ich verkaufe mal. Was verkaufen wir denn mal? Die verkaufe ich. Und Möhrchen verkaufe ich. So, weil das hier haben wir sowieso noch angebaut. Zack, 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 zack. Und das bauen wir auch direkt nochmal an und Möhrchen bauen wir auch noch an. So. Möhrchen, 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 Möhrchen. So, hier können wir Geld einsammeln. Haben wir denn noch Kirschkuchen? Ja, für ein Pferd reicht es definitiv. Dann bekommt er schon mal das, oder sie, er, sie, es... Sie, Flora, bekommt schon mal den Kuchen. 240 Erfahrungspunkte, ist aber auch nett.
Und Flora darf jetzt schon auf die Wiese und trainieren. Und Luke, für Luke haben wir keinen Kuchen mehr. Dann füttern wir Luke den Salat. Die paar Diamanten waren es mir jetzt wert. Ich möchte nämlich gerne langsam die beiden verkaufen. So, auch nochmal 150. Ja, schick, schick. Auch du darfst jetzt trainieren. Für Mike haben wir hier noch Müsli-Riegel. Der wird Level 10 werden damit. Jawoll. So. So muss das laufen. Der kann jetzt auch direkt auf die Wiese zum Trainieren. Den brauchen wir ja nicht zum Züchten. Wen wir brauchen, das sind Matt und Magic. So, Matt möchte vorher gerne noch ein bisschen Salat knabbern. Gut, dass wir nochmal Salat angebaut haben. Der geht gut, der geht gut. Oh, Rüben. So, und auch hier hatten wir gestern keinen Erfolg. Es ist zwar ein Stütchen geworden, aber leider der falsche Seltenheitsgrad. Das etwas bessere bräuchte ich jetzt. So, Matt und Magic. 22% haben wir die Chance, es wäre ein Stütchen. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Ich hoffe einfach mal. Ja, sehr gut. Wir haben das nächste Fohlen und das sollte dann sogar... Hey, das ist dann ja sogar passend für die Shetty-Herausforderung. Oder? Warte mal gerade. Horsepedia. Stufe. Nee, wir brauchen Seltenes. Ah, nein. Oh, jetzt, ich bin doch ein Idiot. Ich wollte doch mit einem Shire mal ein Rennen machen, auch wenn ich die noch nicht so sonderlich weit habe. Aber ich habe es verbockt. Was haben wir hier? Das ist der neue Löwe. Der sieht schon auch sehr schick aus. Sehr, sehr schick. Wood. Wood. Was bräuchten wir? Welches Sternzeichen hat jemand, der Anfang September geboren wurde? Anfang September ist Jungfrau. Ich bin nämlich gerade so in die Jungfrau reingerutscht nach dem Löwen. Deswegen war es klar, dass das Jungfrau nur sein kann. Welches Sternzeichen liegt dem Löwen gegenüber? Oh Gott, Widder, Wassermann, Skorpion? Ich habe keine Ahnung. Skorpion? Das wäre der Wassermann gewesen. Hui. Welches der folgenden Sternzeichen ist ein Feuerzeichen? Ich würde mal sagen, der Löwe, weil der auch hier so brennt. Das war richtig. Welches Sternzeichen hat jemand, der am Valentinstag geboren wurde? Fische, Wassermann, Steinbock. Fisch? Wassermann wäre es gewesen. Ich war mir nicht sicher, ob Wassermann oder Fisch. Okay, gut. Aber ich finde es toll, dass wir das mit Fragen enthüllen können. Es bildet ja sogar noch. Hier ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, ich möchte aber definitiv noch ein Rennen reiten. Und zwar dieses hier. Dann machen wir das mit War Admiral noch. Das möchte ich noch machen. So, zack, zack. Und auf geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt 3 Tage wach. Ich werde jetzt hier nicht großartig gucken, dass ich Münzen einsammle. Ich möchte einfach so weit kommen, wie ich es schaffe. Denn das finde ich auf dieser Strecke schon schwer genug. Denn ich habe hier teilweise so ein paar Problemchen, die Hindernisse zu sehen. Je nachdem, wie gerade der Kamerawinkel ist, finde ich das recht tricky auf der Strecke. Aber ich finde sie einfach cool. Ich mag die Musik, ich mag das Setting und da haben wir ein Herz verpasst. Das war jetzt ärgerlich. Ist bei euch auch das Herz immer so schwarz? Oder liegt es an meiner Seele? Oh Mann. Ich frage mich echt, das ist aber nur auf dieser Map. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch am Emulator, vielleicht ist es tatsächlich irgendwie ein Fehler in der Programmierung. Ich bin da schon Ewigkeiten nicht mehr auf dem Handy geritten, das Rennen. Weil ich finde, auf dem Handy fällt es mir persönlich noch schwerer, weil es da halt so klein ist. Da habe ich dann wirklich Probleme damit, die Hindernisse noch rechtzeitig zu erkennen. Aber immerhin, bislang haben wir wenigstens unser Schild noch behalten. Es ist jetzt natürlich wirklich ärgerlich, dass ich das Herz vergeudet habe, dass ich das verpasst habe, aber mein Gott, das ist halt so. Ich hatte es ja in meiner eigenen Hand. Nein, jetzt bin ich abgestürzt. Wie ärgerlich. Jetzt sind wir das Schild natürlich los.
Aber ja, jetzt bin ich sogar noch meinen Sprung reingerasselt. Ja, schade. 1295 Meter haben wir es weit geschafft. Da wäre mehr drin gewesen. Die 1606 hatte ich, ihr seht es hier, mit Levantina aufgestellt. Gestern hat einer der verunglückten Aufnahmen. Jetzt verabschiedet sich ja noch meine Stimme zu guter Letzt. Das gibt's noch nicht. Gut, aber ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder von Horse Haven für heute. Da ist er schon wieder abgestürzt. Danke euch fürs Zuschauen. Die nächste Folge kommt dann nächste Woche. Bitte seid mir nicht böse, dass es nicht anders geklappt hat. Ich habe schon überlegt, ob ich es zeitlich schaffe, noch morgen eine Folge nachzureichen. Aber das wird sehr eng. Also rechnet eher nicht damit, bitte. Gut, aber damit danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!